Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin der Biber, grüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Lotus-Folge hier heute am Freitag. Ja, Karademir ist back, kann man hier eigentlich sagen, denn die Straßenbahn, die kennt ihr alle, die OZMT, wahrscheinlich in einer anderen Variante, als wie wir sie jetzt so in den letzten Folgen mal hier in Lotus gezeigt hatten. Gab ich eine komplette Familie von der OZMT und auf einmal, von heute auf morgen, war der komplette Content von Karademir verschwunden. Man konnte weder die Straßenbahn runterladen, noch konnte man die Szenerieobjekte benutzen, die er hochgeladen hatte, im Steam Workshop hochgeladen hatte. Es gab richtig viel Ärger, es gab richtig viel Stress, denn viele haben natürlich diese Objekte benutzt, haben sie Objekte auf ihre Karten verbaut und von heute auf morgen wurde eigentlich eine ganze Menge zerstört damit. Sowas ist der absolute Nachteil, wenn man natürlich Sachen im Steam Workshop hochlädt. Man kann sich nie sicher sein, bleibt der forever da oder ja, hat der eine mal einen schlechten Tag und nimmt einfach mal den kompletten Content weg. Man muss dazu sagen, es gab wohl einen riesen Stress zwischen Karademir und den Entwicklern von Lotus. Ich weiß nicht genau, was da hundertprozentig vorgefallen ist, aber das soll uns jetzt hier auch nicht jetzt groß kümmern. Auf jeden Fall ist er jetzt nach, ja, lasst mich lügen, ein, zwei Monate jetzt wieder zurückgekommen und hat seinen kompletten Content praktisch wieder veröffentlicht. Und wir dürfen uns heute sein neues Update hier von der OZMT anschauen. Mit dabei natürlich die Funktion, dass wir das Ganze jetzt auch im Multiplayer benutzen können. Aber wir sind heute Singleplayer unterwegs auf der Karte Koblenz. Und ja, Spiegel sind dabei. Es gab, wie gesagt, mal so ein Rundum-Update und das möchte ich, wie gesagt, euch heute mal zeigen. Auch die farbige Matrix, das ist auch eine ganz coole Sache. Aber wir labern schon wieder zu viel. Wir springen mal am besten mal rein und schauen mal. Was mir hier so im Cockpit so ein bisschen fehlt, ist halt, dass das Ganze halt, man merkt, dass das Ganze hier gefühlt einfach eine fiktive Straßenbahn ist. Ist ja auch, die OZMT existiert ja so nicht. Merkt man das halt, dass das halt alles nicht real ist. Es wirkt halt so alles ein bisschen aufgesetzt. Ein paar Sachen sind hier drin, ja, wie jetzt hier zum Beispiel, ne? Das sind dann Fototexturen. Ja, aber so im Großen und Ganzen, ja, weiß ich nicht, fühlt man sich irgendwie so, als ob das Ganze halt wirklich eine fiktive Straßenbahn ist. Finde ich ein bisschen schade, da könnte man wahrscheinlich mit den Texturen noch ein bisschen mehr rausholen. Auch sieht das Ganze hier mal so ein bisschen unschön aus. Ja, da könnte man natürlich ein bisschen das abrunden, vielleicht noch ein bisschen schön breiter machen oder irgendwie irgendwas hinmachen, damit das Ganze halt dementsprechend jetzt halt nicht so aussieht. Ja. Sonst hat sich jetzt hier im Cockpit jetzt nicht viel getan. Das sieht genauso aus wie vorher. Wir stecken hier unten erstmal unseren Schlüssel rein, drehen das Ganze und wir können schon mal den Richtungswender vorwärts machen. Als nächstes werden wir jetzt hier oben die Elektrik starten. Da haben wir jetzt hier den Stromabnehmer und hier haben wir natürlich die Elektrik. Also erstmal rein mit dem Stromabnehmer. Der ist oben und wir starten die Elektrik. So, wir sagen jetzt hier noch unten hier auf diesem Button, dass wir jetzt hier jetzt starten wollen, dass wir jetzt die richtige Richtung haben und ihr seht schon, das Fissgerät springt an, was natürlich auch selbst gemacht ist von Karademir, ne? Und hier hat man natürlich ein paar kleinere Spielzeugelemente, ja, wie zum Beispiel hier das F4-Menü, das sehen wir hier, ne? F4-RGB-Menü, wenn wir darauf drücken, haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel, ja, die Linien und so weiter als, ja, anders zu beleuchten halt, statt halt normal weiß oder sowas auf einem schwarzen Hintergrund, können wir jetzt hier zum Beispiel sagen, oh, wir wollen es aber auf einem blauen Hintergrund haben. Und genau das ist das, was Karademir jetzt hier in diesem Update mit reingebaut hat. Also, ich zeige euch das Ganze. Wir gehen jetzt hier um auf F1, Linie Background Color. Das können wir hier zum Beispiel einstellen, ob rot, grün oder blue. Ja, wir wollen das Ganze heute mal auf blau machen. Also tippen wir hier die 000, Enter, Enter und sagen jetzt hier bei blue 255. Jetzt haben wir das Background von der Linie haben wir jetzt auf jeden Fall blau. So, jetzt können wir hier zum Beispiel sagen, die Linie, die wollen wir jetzt am besten blau, machen wir grün, ja, blau auf grün, das sieht bestimmt schön aus. Machst du jetzt hier 000, lässt hier 255 und machst hier wieder 000. So. Bei Destination können wir das Ganze genauso machen, da wollen wir das Ganze dann halt einfach mal grün haben, machen wir es genau umgedreht. Also 0, 2, 5, 5, grün, blau und bei Destination Color machen wir das Ganze jetzt 000 und lassen das Ganze auf blau. Bestätigen das Ganze, fertig. Wir sehen jetzt hier noch nichts, ne? Also ihr seht, es hat sich jetzt hier noch nichts verändert oder spätestens jetzt. Und das war das große Problem gewesen, was ich nicht ganz verstanden hatte.
Ja, spätestens jetzt, wenn wir die Linie eintippen und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, haben wir die FIS-Datei sogar geladen. Von Karlsbad zum Hauptbahnhof müssen wir jetzt hier die 01100, bestätigen das Ganze mit Enter und sagen jetzt von Karlsbad zum Hauptbahnhof ist es die Route 2. Karlsplatz ist Next Stop und wenn wir jetzt mal rausgehen, haha, haben wir jetzt das Ganze dementsprechend halt ein wenig beleuchtet. Ja, mit feinen LEDs hat er auch ziemlich gut gemacht, muss man mal lassen. Ja, das sieht schon hübsch aus und kennt man so auch noch nicht. Ja, also ist auf jeden Fall ein kleiner Hingucker definitiv. Ja, auch wenn es jetzt natürlich, wenn du jetzt von hier kommst, sieht schon, hat schon auf jeden Fall seinen Charme. Ja, also da muss man mal wirklich lassen, das sieht wirklich, wirklich gut aus. So, können jetzt die ganze Beleuchtung noch anmachen und ja, ziehen vor, lassen die Fahrgäste einsteigen, würde ich sagen. Ich bin schon wieder in Omsi drin, merke ich. Ich habe die Leertaste gedrückt. Löse jetzt hier noch die Parkbremse und eigentlich sollten wir startklar sein. Genau. So. Hier unten auf BCE, auf dem roten Button, also hier, wenn ihr darauf drückt, schließen wir die Türen. Wenn wir jetzt hier auf das Weiße raufdrücken, hier auf das BCE, ja, dann öffnen wir alle Türen. Ja, alle Türen sind jetzt geöffnet. Ja, also sprich, die Fahrgäste können einsteigen. Ihr könnt jetzt natürlich aber auch, wenn ihr jetzt wollt, einfach nur bestimmte Türen öffnen. Da seht ihr, ne, wenn wir jetzt zum Beispiel 3, 4, ja, dann bleiben die ersten zwei Türen offen und die letzte. Ja, so könnt ihr das Ganze hin und her schalten. 5 Türen hat es insgesamt. Und ja, wenn ihr natürlich alle wieder schließen wollt, drückt ihr auf das rote BCE und dann schließen alle Türen. Ja, also das ist halt kinderleicht. Die Blinker funktionieren hier, ja, da könnt ihr drauf drücken. Einziges, was mir hier auffällt, ist, dass das Ganze spiegelverkehrt ist. Wenn ich auf links drauf drücke, blinkt der rechte. Wenn ich auf rechts drauf drücke, dann blinkt der linke. Das ist natürlich ein bisschen ungewohnt, muss man sich daran gewöhnen. Weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Oder ob das gewollt ist, das kann ich jetzt hier dementsprechend natürlich nicht sagen. Was ich auch noch ein bisschen schade finde, ist, dass jetzt in der ganzen Zeit, jetzt wo Karada mir natürlich daran rumtüftet, immer noch alles so in Russisch hier draufsteht. Hier wäre es auf jeden Fall mal langsam aber sicher angebracht, dass man das Ganze eventuell ins Englische umwandelt, ja, oder vielleicht eine zweite Version halt rausbringt, halt mit einer englischen Variante. Das wäre noch eine ganz coole Sache, wenn man das macht. Also so mal als kleine Idee oder Tipp oder was ich hier von meiner Seite, weil es ist schon für manch einen, der jetzt hier vielleicht die Straßenbahn zum ersten Mal fährt, natürlich schon ein bisschen ungewohnt, wenn man hier diese kryptischen Zeichen sieht. Schauen wir mal uns das Fahrzeug von innen an. Das sieht eigentlich ganz ordentlich aus, ganz brauchbar. Ist natürlich hier alles ein bisschen sehr eckig. Ne? Also hier definitiv mehr Abrundung. Ja, wir haben hier Halterstangen. Und sonst sieht es eigentlich sehr sauber aus. Aber auch hier fehlt es mir wieder so ein bisschen an Detail. Ja, das kommt vielleicht noch später. Man muss dazu sagen, das Ganze ist natürlich noch eine Beta-Phase. Ja, also Karademy arbeitet natürlich nicht nur an einem Fahrzeug. Ich glaube, das sind mittlerweile 10 Fahrzeuge, wenn ich jetzt recht mich entsinne. Also sind es auf jeden Fall eine ganze Menge. Ne, aber so gerade die Details machen es halt aus, dass man halt wirklich sagen kann, so oh, Wahnsinn. Und wenn wir mal so ein bisschen bei Details sind, ja, hier oben zum Beispiel arbeitet er wirklich mit Detail. Also man sieht hier jede eigene, ne, also der Pantograph, der sieht auf jeden Fall schon mega gut aus, ja. Also das ist wirklich schon eine sehr, sehr gute Arbeit, so wie die ganzen Schläuche, die hier lang gehen, ja. Also da muss man wirklich sagen, das ist schon absolut großartige Arbeit, ja. Aber von innen halt, da fehlt es mir halt noch so ein bisschen. Nur mal so. Und hier oben scheint hier auch irgendwo ein kleiner Fehler zu sein, ne? Wenn wir das Ganze uns jetzt hier angucken, am Gelenk, ne? Das sieht hier schon ein bisschen anders aus. Ich glaube, ich kenne den Fehler noch von, oder hier unten genauso, den Fehler von damals, das war bei BLV gewesen. Der hatte nämlich das damals auch so gehabt. So, gut, dann würde ich mal sagen, wir werden mal eine Runde drehen. Das Ganze mal anschauen.
So, machen wir alle Türen auf. Alle Fahrgäste können einsteigen. Eine kleine Sache, die ich hier noch mal also erwähnen möchte, was mir noch so aufgefallen ist, ist zum Beispiel, wir haben jetzt die Möglichkeit, dass wir jetzt hier Spiegel drin haben. Ne? Sind wir jetzt hier oben, Türen sind offen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Türen jetzt schließe, ne, sehen wir, die Spiegel sind jetzt auch animiert. Also das ist jetzt alles da. Hier gibt es einen Fehler und zwar ist mir aufgefallen, dass nämlich diese Seite, ihr seht es, ne, der Spiegel, der scheint irgendwie so von der anderen Textur ein bisschen überlappt zu werden. Das sieht so ein bisschen aus, dass der Spiegel halt der Hauptkörper ist. Und vor dem Hauptkörper ist praktisch so eine Art Blatt Papier, ne, muss man sich vorstellen. Und das liegt dann drüber. Und das animiert dann diesen Spiegel dann halt. Und hier sieht es aber so aus, als ob das sich irgendwie miteinander vermischt halt. Ne? Und deswegen haben wir jetzt hier oben dieses Geflacker. Und auf der anderen Seite haben wir das nicht. Ne? Also hier muss man auf jeden Fall nochmal ein bisschen nachpatchen, dass es ganz weg ist. Und ihr seht auch, ne, je näher ich rangehe, also man sieht es halt, ne, dass da irgendwie was nicht hundertprozentig hinpasst. Das ist mir beim Anspielen halt auch aufgefallen. Was mir auch so ein bisschen fehlt, lieber Karate mir, falls du das Video guckst, vielleicht gibt's das, ich habe es nur noch nicht gefunden. Wo kann man hier die Haltestellen weiterschalten? Ich habe mir jetzt zwar eine Taste jetzt gelegt, aber das funktioniert nicht. Hier steht Next Stop Karlsplatz, aber ich weiß nicht, wie ich jetzt hier weiterschalten kann. Weil wir sind jetzt in Buchenstraße jetzt gewesen oder was, wie die da hieß. Also da irgendwie mal irgendwie zu posten. Wie man das Ganze halt benutzt, dass man hier auch zum Beispiel die Haltestellen weiterleiten kann. Weil wie gesagt, wir sind jetzt hier in der Lotstraße, Neue Hochschule, und er zeigt mir aber immer noch an Karlsplatz Next Stop. Ja, also das wäre auf jeden Fall cool. Ich habe hier auch schon rumgedrückt, aber hier passiert leider nichts. Auch wenn ich mehrmals Enter drücke, passiert halt auch nichts. Ne? Bei der 0 genauso wenig. Clear, da passiert auch nichts. Und bei den ganzen Zeilen halt auch nicht. Und ich habe hier halt einfach keine Möglichkeit, hier irgendwie noch was zu drücken, zu schalten. Und dadurch, dass es natürlich jetzt hier alles ein bisschen kryptisch ist, kann ich jetzt hier natürlich jetzt nicht sagen, was jetzt hier was ist. Für mich sieht das hier so aus. Ja. Dieses Menü, ne, der irgendwie das Ganze steuert, aber diese sind scheinbar noch ohne Funktion. Also denke mal, das wird es wahrscheinlich sein, was das Problem da jetzt hervorhebt. Dass das Ganze natürlich mit den Ansagen noch nicht funktioniert. So, ja, sind wir schon extra schnell gefahren hier und haben es trotzdem wieder nicht geschafft. Großartig. Ja, sonst, ihr seht, also die Straßenbahn fährt, sie sieht cool aus. Wie gesagt, es gibt natürlich ohne Gelenk, mit Gelenk, es gibt einen Servicewagen, wo halt in der Mitte halt offen ist, ja, so praktisch wie so ein Cabrio als Straßenbahn. Also es gibt hier viele, viele verschiedene Varianten. Also auf jeden Fall mal einen Blick wert, mal hinzugucken. Es ist auch cool, das ist sogar hinten beleuchtet, ne? Also das ist halt auch nice hier, ne? Also das hat schon irgendwie was zum Hingucken. Ah, guck mal, das ist sogar hier an der Seite beleuchtet, ne? Das ist natürlich auch nice hier, ne? Also, das wollen wir mal lassen. So. Ja, dieses gewackelte Fahrzeug ist auch schon irgendwie komisch, ja? Gut. Abfahrt.
So, weiter. Ab in die Fußgängerzone. So, alles einsteigen. Natürlich cool, ja, wenn das hier irgendwann mal animiert wird hier, ne? Wie so eine Onboard-Kamera hier, ne? Das Ganze hier nachher auch funktioniert. Das wäre natürlich super nice. Kostet natürlich alles Performance, alles Performance. So, alles raus, 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 raus. Und dann erreichen wir jetzt gleich unsere Endhaltestelle. Dann war es das schon wieder. So, Hauptbahnhof, Endhaltestelle, alles aussteigen. Ja, dadurch, dass natürlich auch das Gerät nicht funktioniert, dass man jetzt hier die Ansagen weiterschalten kann, konnten wir uns jetzt natürlich nicht mal die Ansagen anhören, die es ja hier gibt. So, und damit sind wir auch am Ende unserer Fahrt angekommen. So sieht es also aus. Das ist also, wie gesagt, das neue Update von Karadamir, ja, mit seiner Straßenbahn OZMT. Und ja, also wie gesagt, ein paar Sachen sind es noch, die auf jeden Fall gemacht werden müssten. Ja, das wäre natürlich großartig, wenn man da irgendwas macht. Ja, vielleicht das ein oder andere mitnimmt, was ich hier so gesagt habe, auch wenn ich wahrscheinlich der ein oder andere wieder sagen würde, du hast überhaupt keine Ahnung. Da gebe ich denjenigen vollkommen recht, weil Fahrzeugbau ist jetzt nicht so meins. Ich habe zwar so ein Gehäuse gebaut, aber fahren kann es leider noch nicht. Das rollt zwar, aber fahren ist noch nicht. Aber nichtsdestotrotz, ja, kann man ja immer hier noch so den einen oder anderen kleinen Tipp geben. Vielleicht manchmal sieht man halt einfach was nicht. Dementsprechend soll dieses Video jetzt halt dienen. Und natürlich, um euch zu zeigen, die OZMT ist halt wieder da. Ihr könnt sie halt benutzen, wenn ihr wieder Spaß dran haben möchtet. Wenn ihr mal was anderes fahren wollt, dann ja, guckt euch gerne die OZMT von Karadamir an. Und damit soll es auch schon enden, dieses Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Und wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit einem weiteren Lotus-Video. Ich würde mich freuen. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.